Davon hatte man in Eupen lange geträumt, endlich einmal aufzusteigen. Die Mannschaft wurde dafür in den letzten Jahren systematisch immer wieder verstärkt. Es kommt nicht von ungefähr, dass der BBC Eupen in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Es ist das erste Mal, dass Eupen aufsteigt. Eupen Champion! Meister, Meister, Meister! Ja, es stimmt, es ist das erste Mal, dass Eupen in der 20-jährigen Geschichte überhaupt mal aufsteigt. Und ja gut, heute hat man wieder gesehen, die Mannschaft ist ein Block zusammen, ist einfach wunderbar, ist einfach super. Trainer Didier Franceschi hat die Meistermannschaft geformt. Zusammen mit den Führungsspielern Jonathan Collard und David Rentmeester, die beide schon höher gespielt haben. Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft. Das ist der erste Punkt, der wichtigste Punkt. Wir haben natürlich zwei, drei Spieler, die höher gespielt haben. Das hilft für uns und das hilft auch in die kritischen Momente. Denn. Aber sonst, das ist wirklich dieses Team-Spirit und das tut gut. Wir sind wirklich alle zusammen. Ich finde, wir haben lange dafür gebraucht, mal eine Etage höher zu spielen. Und das haben wir diesmal geschafft und auch mit einer sehr guten Mannschaft, die auch in der dritten Provinzial sehr gut mithalten kann. Wir werden höchstwahrscheinlich noch zwei Leute hinzubekommen, weil zwei weggehen. Also wir werden das möglich machen, auch gegen St. Vith gut zu spielen und auch erfolgreich. Zum Glück war das offizielle Meisterfoto schon vor dem Spiel gemacht worden, als noch alle Akteure trocken waren. Und sie waren nervös, die Eupener Spieler, denn im ersten Viertel gelang ihnen nicht viel. Gegner Bräf war nicht nach Eupen gekommen, um Geschenke zu verteilen. Der Druck für die Eupener war enorm groß und plötzlich war die Angst da, es vielleicht doch nicht zu schaffen. Schließlich wollte man die rund 100 Zuschauer und Fans in der Sporthalle der Eupener Pater Damian Schule nicht enttäuschen. Im Verlauf des Spiels konnte der BBC Eupen sich aber steigern und sich einen Vorsprung zwischen 15 und 20 Punkten sichern. In den letzten beiden Vierteln war Bräf deutlich unterlegen. Am Ende stand es 76-56 für den BBC, der in der kommenden Saison mit einem neuen Trainer antreten wird. Wir haben da mit einen Mann geholt, der unendlich Erfahrung hat in Belgien und Deutschland. Das ist der Cyril van Geert. Das ist ein Name. Hier in der Provinz Lüttich ist das der Name. Und ich denke mal, wenn viele Leute hören, dass der bei uns trainieren würde, hätten wir noch weniger Probleme, Transfers zu machen, weil mit so einem Mann zu trainieren, das ist einmalig. Der BBC Eupen hofft natürlich auch in der kommenden Saison auf gut gefüllte Zuschauerränge.